und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für das heutige Video habe ich mir mal einen Haul vorbereitet. Und zwar habe ich über die letzten Wochen und Monate immer wieder neue Sachen gesammelt von Action, weil es immer nur so ein bisschen gab, was mir gefallen hat. Und jetzt habe ich genug zusammen und jetzt kann ich euch das alles nochmal zeigen. Und ich habe bei fast allen die Sachen die Preise, nur bei ein paar Stickern nicht. Die habe ich, weiß ich nicht, die habe ich mir erst vor kurzem gekauft, aber ich habe irgendwie den Bon verschludert. Und ja, ich weiß auch nicht, ich fange am besten mal an. Fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Ne? Und am besten mit den Stickern, wo ich den Preis nicht habe. So, diese wunderschönen Sticker hier. Christmas Foam Glitter. Ich weiß nicht, ob die vom letzten Jahr sind oder ob die von diesem Jahr sind. Auf jeden Fall sind die wunderschön. Ich habe einige gekriegt. Ihr könnt es mich ja mal wissen lassen, ob die neu sind oder nicht. Ich habe die auch noch nicht in meinem Bestand, soweit ich weiß. Und deshalb denke ich, dass die neu sind. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Schick, 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 schick. Schick, schick, schick. Okay. Schüttel die. So schön. Guckt euch diesen Lebkuchenmann an. So niedlich. Und davon habe ich gleich drei Pakete von diesen Shaker-Sachen. Sehr, sehr hübsch. Der Weihnachtsmann ist süß, wie der lächelt. Und dann... Ach, ich muss auch jedes Mal schütteln, ne? Ich kann das auch nicht einfach in die Hand nehmen, ne? Ich muss schütteln. Wie der Schneemann. Auch sehr süß. Ich hoffe, man sieht meine Handykette nicht. Sieht man die? Nee, jetzt sieht man sie. Ich habe seit neuestem ein Handy, Schmuckteil, ich tue das mal aufs Handy. Genau, die mache ich jetzt auch selber. Und ich habe jetzt nur nicht gesehen, ob das im Bild baumelt oder nicht. Genau. Das sind meine Stickerlis hier fürs Erste. Die packe ich auch mal beiseite. Dann habe ich mir geholt Embossed Sticker. Die kosten 94 Cent pro Päckchen. Oh, mit dem Gebamsel kann ich aber nicht gut gucken. So. Das ist alles so astrologisch, würde ich sagen. Die Sonne blendet ein bisschen. Ich kann leider nicht so gut sehen. Hauptsache, ihr könnt es sehen, aber ich kann es nicht so gut sehen, leider. Ja, das ist alles sehr astrologisch. Dann, oh, jetzt sehe ich gerade, das habe ich letztens erst verbastelt, also habe ich das doppelt. Ich hatte dann eine ATC für die liebe Ipsy gebastelt. Mit diesen Embossed Stickern, yo, das sagt mir, ich habe es doppelt. Da die sehr unbenutzt ist. Und die finde ich besonders süß. Sehr niedlich. Happy Birthday. Ich weiß aber nicht, ob ich die schon habe, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich habe da so viele von. Müsste ich auch mal wieder mehr für meine Karten nutzen, ne? Dann habe ich, zeige ich jetzt einfach auch noch, mir so Spray gekauft. Der Glitter Spray, da war ich in Holland, als ich das gekauft habe, von Mo. Studio Mo. Ich will immer Miau sagen, aber steht Mo. Einmal in Gold, einmal in Schwarz und einmal in Bright Pearl. Oh, ja, ich mag so Perleffekt, ist immer schön. Ja, die kosten 79 Cent pro. Genau, dann packe ich das eigentlich auch schon mal wieder beiseite. Die weiß ich noch nicht. Werde ich auf jeden Fall mal austesten, wie das aussieht. Jetzt nicht mit euch, sondern andermal. Und dann habe ich mir wieder Papercraft-Sets bestellt. Für 1,79. Bestellt euch schon. Die habe ich nicht bestellt. Die habe ich mir mitgenommen für 1,79. Ich weiß nicht, ob die neu sind. Könnt ihr mir ja gerne mal einen Kommentar da lassen. Ich zeige die euch jetzt einfach mal so. Ich bin mir nicht sicher mit diesem Hirsch, ob ich das schon hatte. So, das sind die ganzen Stanzteile. Hier sind die A4-Papiere und die A5-Papiere. Dann ist hier noch so Band bei.
Und Sticker zweimal ist dabei. Hier so Tags. Ja, und das war's auch schon. Ja, und halt diese For You-Holzdinger hier, ne? Ja, sagt mir doch gerne mal Bescheid, ob der von diesem Jahr ist oder nicht. Und das gleiche gilt auch für diesen hier. Da bin ich mir nämlich auch nicht sicher. Ich würde sagen, ist neu, aber das heißt ja nichts. Vielleicht habe ich mich auch beim letzten schon vertan. So, das sind die Stanzteile. Dann die Papiere. Ist alles ein bisschen edler, würde ich sagen. So schwarz-weiß ist ja schon immer schicker bei Weihnachtskarten, wenn man da noch mit Gold arbeitet natürlich. Hier sind die Sticker. Hier sind die Tags. Und auch hier ist wieder Schnur dabei und so Holzsprüche. Genau, wie gesagt, die haben 1,79 gekostet. Dann habe ich mir kleine Blöcke mitgenommen, zwei Stück. Einmal diesen hier, der hat 94 Cent gekostet. Ich glaube, die sind auch nicht neu. Aber ist ja egal. Ich mag manchmal kleine Blöcke basteln. Ich blätter das jetzt einfach mal durch. Wie immer drei Papiere, wenn ich es richtig sehe. Das ist auch mit Glitter. Habe ich den Preis drüber geklebt. Der ist auf jeden Fall mit Glitter. Das erste ist dann immer hier mit ein bisschen Glitter. Und die anderen sind dann ohne. Na, nicht so wie ich. Hier geht es noch mit dem Punkt. Normalerweise, wenn das überall voll so Punkte ist, das ist nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Aber hier in dem Sketch Roll, in dem Motivbildpapier geht das. Aber normalerweise ist das jetzt nicht so meins. Die Papiere sind noch relativ dünn. Immer der erste lässt sich nicht greifen. Oh, das ist sehr schön. Das gefällt mir richtig gut. Und dann nochmal ohne Glitter. Eigentlich wollte ich mir so Safari- und Zebra-Sachen nicht mehr holen. Und Zebra, also auch so Safari-mäßig, weil ich bastel damit nie irgendwie. Irgendwie habe ich da nicht einen Dreh raus, obwohl ich die Designs eigentlich total gerne mag. Das ist auch richtig schön. Und ich glaube, das war noch nicht das Letzte. Ich glaube, das ist das Letzte. Genau. So, das war der erste von beiden. Und dann habe ich mir auch noch den hier geholt. Der ist mit Folie jetzt. Und dann kommen gleich auch noch ein paar große Blöcke. Ups. Da. Aber das gefällt mir schon richtig gut. Mit der Folie richtig schön. Ich mag ja auch Regenbögen. Oh, das ist auch schön. Sehr süß, die Käferchen. Ich weiß nicht, ob das Marienkäfer da stehen soll. Ist ja egal, ob ich euch das Glitzernde zeige oder nicht. Irgendwie will das nicht so richtig. Ja doch, ich will aber. Hier ist auch sehr schön. Also mit der Folie gefällt mir alles bisher sehr gut. Schöne Akzente gesetzt. Auch mit dem Mond hier. Auch hier die Herzchen, sehr hübsch. Also hier gefallen mir bisher alle Papiere eigentlich. Bei dem anderen jetzt nicht so, aber ist egal. Es gibt keinen Block, wo einem alles gefällt, glaube ich. Oder das sagen wir sehr wenige. Ich würde sagen sehr wenige, aber bei diesem könnte es tatsächlich nein. Das ist eins, was mir nicht gefällt. Aber das ist auch wieder sehr schön mit den Schmetterlingchen. Aber das ist jetzt nicht so meins, dieses Abstrakte. Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Das soll ja keine Blumen sein. Oder dazwischen dann so fahren. Irgendwie sehr merkwürdig. Aber das ist wiederum sehr, sehr schön. I like it. Die Herzen sehen toll aus. Genau, das waren jetzt die kleinen Blöcke. Und jetzt kommen meine vier großen. Ich hoffe, sie passen so halbwegs aufs Bild.
Das ist der letzte Weihnachtsblock, der große 30x30 Block, der mir noch gefehlt hatte. Der hat 2,24 € gekostet. Genau, I'll Be Home for Christmas. Der ist schwarz-weiß und in so einem Taub, würde ich sagen. Ja, sowas in der Art. Und dann schauen wir uns den doch nochmal an. Ich glaube, die sind einseitig bedruckt, die Blätter. Jo. Und dann habe ich auch noch 3 von den neuen Blöcken gekriegt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass die nochmal... Ich war so oft beim Action und nie gab es die über die ganzen Wochen jetzt. Und jetzt haben wir neue. Genau, aber dazu gleich. Jetzt erstmal das hier. Pünktchen. Oh, das ist süß. Oh, ist das süß. Ich mag diese Zeichnungen total gerne. Sind die nicht süß? Und der ist lustig. Das Haus und auch hier so die Gesichter. Auch finde ich sehr, sehr süß. Sehr hübsch. Werde ich bestimmt verwenden. Das ist auch so wie so, ja, nicht Lichterketten, wie die runterhängen. Wie heißen die denn? Ich weiß es nicht. Kommen wir nicht drauf. Das ist auch schön. Auch schön mit den Geschenken. Jo. Schneeflocken gehen natürlich an Weihnachten und immer. Also in Winterzeit auch wieder diese süßen Motive. Ich mag sie unheimlich gerne. Sehr, sehr niedlich. Christmas Dinner. Okay, würde ich nicht für Christmas Dinner verwenden, aber ich würde mir auf jeden Fall die ausschneiden oder hier das untere Teil einfach abschneiden oder so. Ist ja noch genug Platz, kann man sich... Sehr schön. I like. Ich bastel damit. So, das sind jetzt hier so Lichterketten. Ja, diesmal wirklich. Da sind hier Punkte. Schöne Basic-Papiere kann man auch gut verwenden. Dann sind hier ganz viele Tannenbäumchen, die unterschiedliche Designs haben. Ist auch sehr schön. Das gefällt mir auch sehr gut. Mit Handschuhen und Christbaumkugeln und Zuckerstangen und so. Ja, das ist auch wieder schön. Hier sind auch wieder die ganzen Motive drauf. Da würde ich mir wahrscheinlich auch den unteren Teil hier, das Present ist vor, würde ich mir wahrscheinlich abschneiden. Aber sonst kann man das sehr schön zum Basteln nehmen, wenn man das hier so wegschneidet und dann hat man den Teil. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das sieht auch witzig aus. Und hier sind wieder schwarze Punkte. Also weiße Punkte auf schwarz, so rum. Das sieht auch ganz toll aus auf dem weißen Papier. Das hatten wir vorhin schon mal in einer anderen Farbe. Dann hier nochmal Zuckerstangen. Oh, und in dem Block sind auch Sprüche drin. Dreaming of a white Xmas, the smells of Christmas, food, beer and holiday cheer. Also so einige, ich würde die nicht alle verwenden, aber so einige würde ich auf jeden Fall verwenden. So, dann hier nochmal Schneeflocken und hier nochmal das Gebamsel. Gebamsel ist ein Wort, was ich im Moment sehr viel benutze, habe ich für mich neu entdeckt. Und hier nochmal die schönen Tannenbäume in verschiedenen Varianten, in einer anderen Farbe diesmal. Und dann hier wäre damit ein Christmas Countdown. Ein Weihnachtskalender basteln möchte. Hier sind auch wieder wunderschöne drin halt, ne? Ja. Vielleicht mache ich nächstes Jahr auch mal einen Weihnachtskalender. Dieses Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr habe ich mir überlegt, mache ich auch einen. So, und jetzt kommen die neuen Blöcke. Trommelwirbel. Und zwar Eat Some Cake and Enjoy the Day heißt dieser hier. Ich hatte 5 Stück zur Auswahl. 2 haben mir nicht so gut gefallen, die habe ich nicht mitgenommen. Und zwar einmal gab es da einen, boah, der war so kunterbunt, ne? Eigentlich würde man denken, ist für mich genau das Richtige, aber das war mir auch zu viel, ehrlich gesagt. Weiß nicht, wie der hieß, aber der war richtig knallebunt und da waren so viele Muster drauf, das war mir zu anstrengend anzugucken tatsächlich. Und dann gab es noch so einen blau-weißen, der war okay, würde ich sagen, aber für mich jetzt ein bisschen zu langweilig, ehrlich gesagt. So, ja, deswegen hatte ich die nicht mitgenommen, aber 3 Stück habe ich mitgenommen
Und wie gesagt, die haben 1,89 gekostet pro Stück. Das ist einer davon. Eat some cake and enjoy the day. Ist auch schön. Die sind doppelseitig bedruckt. Und ja, würde ich sagen, legen wir doch mal los. Genau, ich zeige euch erst die eine Seite und dann kommt ja nachher eh die andere. War das jetzt logisch gesagt? Ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee, meine Lieben. Schon besser. Ja, hier sind halt Kreise mit Kreisen in Kreisen. Ist, naja, weiß nicht. Das ist sehr schön, dieser Farbverlauf da drin. Dieser Regenbogenfarbverlauf gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich richtig schön. Dann kommen wir auch schon zu Teilen zum Ausstanzen oder Ausschneiden, wie man möchte. Und ein paar Tags sind auch richtig schön. Also die würde ich auch auf jeden Fall benutzen. Auch hier die Kreise, die kann man sich wunderbar ausstanzen. Sehr, sehr schön. Auch die, mir gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Würde ich verwenden oder werde ich verwenden. Dann sind hier so Herzchen und Kreise und ja, so eine Art Sterne, würde ich sagen. Auch schön. Und hier steht überall Hooray drauf. Das gefällt mir auch sehr gut. Auch ein schöner Grünton. Dann hier die Cupcakes sind natürlich klasse. Da würde ich mir auch mit dem Einhorn. Ja, das würde ich wahrscheinlich auch als Hintergrund für eine Karte verwenden. Dann würde ich mir da so ein Teil rausschneiden einfach. Genau, das ist auch toll. Happy Birthday to you mit so Noten. Richtig schön. Dann hier noch ein bisschen Konfetti und Blitze. Hier muss ich mal gucken. Time to party. Follow the call of the disco ball. Yo. Eat some cake and enjoy your day. Ja, die sind okay, würde ich sagen. Vielleicht würde ich das eine oder andere benutzen. Also hier, ich weiß nicht. Vielleicht dieses Happy Birthday hier oben auf jeden Fall. Und hier kann man sich ja auch einen schönen Spruch drüber machen. Auch die Disco-Kugel ist eigentlich nett. So, dann sind hier Geister, die auch noch Bu sagen. Das ist jetzt für mich eher Halloween, aber okay. Und der Schatten fällt blöd. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem gut gucken, auch wenn der Schatten jetzt so schattig ist. So, hier sind Herzen und Luftschlangen und sowas. Okay, das ist jetzt nicht ganz so meins. Da ist auch, wenn man näher hinguckt, dann ist hier ziemlich viel drauf los. So, ach ja, genau. Und jetzt ändert sich's. Jetzt fängt's quasi die Rückseiten an. Das Bubble-Papier, das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann habe ich hier Smiley auf den Tissues. Die finde ich auch klasse. Ganz viele Smileys. Ja, dann, das ist okay, würde ich sagen. Also für meinen Geschmack ist zum Glück auf weißem Hintergrund und dann so dünn gezeichnet. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Hier sind Häschen und Katzen so mit Gesichtern drauf. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Dann sind hier wieder so Smileys. Ach, total schön. Ich mag den Block total gerne. Das sieht auch cool aus. Aber echt schwer zu verwenden. Achso, da ist auf der Rückseite diese Donuts. Dann würde ich die wahrscheinlich eher nehmen. Das sieht auch schön aus. Wie so Feuerwerk so ein bisschen. Und hier noch Pünktchen. Und hier sind halt noch die Rückseiten von den ganzen Sachen. Ja gut, wenn ich es aufklebe, dann würde man die Seite eh nicht sehen. Und ja, hier ist nochmal so ein bisschen Feuerwerk. Und dann noch ein paar Luftballons. Das ist auch schön. Luftballons und Luftschlangen und sowas. Auch schön, auch schön. Der gefällt mir sehr, sehr gut, der Block. Richtig gute Laune-Block, so Geburtstagsblock. Freue ich mich schon drauf. Dann Homemade Lemonade. Ja, ich mag diese Art von Block auch sehr gerne. Und diese Schwarz-Weiß und dann mit diesen ja, Pfirsichfarben, würde ich sagen, gefällt mir richtig gut. Genau, und so sieht der Block dann auch aus. Hier sieht man ja Schwarz-Weiß und dann hier dieses Pfirsichfarben. Oh Mann, dieser Schatten ist echt blöd. Das tut mir leid. Kann nichts gegen den Einfall der Sonne machen. So, dann hier verschiedene Blüten,
Pflänzchen, auch schön. Ja, sowas würde ich dann auch wieder als Hintergrund verwenden. Achso, die Blöcke sind alle doppelseitig, so wie ich sehen kann. Wollte ich nur noch mal kurz dazu sagen. Dann hier Orangen in Schwarz. Dann hier, ja, so Ranken. Ranken in Schwarz. Also das brauche ich nicht. Hier Homemade Lemonade. Da würde ich dann die Rückseite verwenden. Das sieht auch cool aus. Das ist aber, würde ich jetzt, kann man schön für eine Männerkarte wie so Whisky oder sowas. Whiskyflaschen verwenden. Hier, dann das ist auch schön. Hier kann man ja einfach, um Akzente zu setzen, wenn man eine Karte macht, einfach eine Orange orange malen. Oder so zwei, drei. Auf einer ganzen Karte so. Einfach nur, um ein paar kleine Akzente zu setzen. Genau, dann hier Kokosnüsse. Wow. Aber schön. Ich mag das. Die kann man auch gut verwenden. Würde ich auch verwenden. Richtig schöne Bilder bei. Dann ist hier nochmal so ein bisschen Geranke auf Schwarz. Da ist viel mit schwarzen Hintergründen. Da muss man gucken, dass die Karten nicht zu dunkel werden. Das sind so Bubbles. Und jetzt sind wir bei der Hälfte angekommen. Das sieht auch cool aus. Sonne, Palmen. Okay, ist jetzt vorbei gerade, ne? Der Sommer ist rum. So, das sind dann die Rückseiten von diesen kleinen Bildchen hier. Hier sind, ist so ein bisschen Gestrüpp drauf. Pflänzchen. Dann ist hier so Cocktailgläser und noch mehr Cocktailgläser, verschieden halt. Das ist auch schön, sehr schön. Genau, hier ist jetzt das, wo man das auf der Rückseite hatte. Homemade Lemonade. Ja, da würde ich mir auch zum Teil die Sachen ausschneiden. Das hier könnte man gut, hier das könnte man zum Beispiel gut für eine Neujahrskarte nehmen, ne? Also dieses Homemade Lemonade würde ich jetzt wegmachen, auf jeden Fall. Genau, dann nochmal ein paar Orangen und ein paar, wie heißt das jetzt? Ich komme da nicht drauf. Nicht Basilikum. Oh, es liegt mir auf der Zunge. Damit macht man Kartoffeln immer. Ich hab's vergessen. Hier noch ein paar Eiswürfel. Dann kommen hier wieder so Cocktailgläser. Ist wirklich sehr viel in Schwarz. Ne? Ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Entschuldigung. Und was ist das? Nochmal Blumenranken. Und das war's. Der Block ist okay, würde ich sagen. Ist mir, wie gesagt, ein bisschen zu viel Schwarz mit bei. Und dann habe ich noch einen. Take it easy, chill and relax. Da gefallen mir auch die Farben richtig gut. Die sind sehr schön aufeinander abgestimmt. Sind alle sehr zart. Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee, sorry. Genau, die sind alle sehr zart in einem Farbschema. So, falls ich es noch nicht gesagt habe, die kosten 1,89 und die lagen jetzt bei den Angeboten. Die habe ich mir nämlich erst vor ein paar Tagen gekauft und die lagen bei den Angebots-Weihnachtssachen. Also ganz komisch. Genau, das ist Unifarben, außer hier dieses Bild. Und das würde ich mir auf jeden Fall nehmen, um für eine Karte so als Hintergrund. Auf jeden Fall, sieht doch schön aus. Dann ist hier ein grünes Papier, so, ja, schon, ist da überhaupt was drauf? Da ist irgendwas drauf, aber ich kann es nicht erkennen. Fast schon so dunkles Türkis. Und dann hier Sprüche, take it easy and relax und so ein paar Bildchen. Weiß ich jetzt nicht, vielleicht würde ich mir ein oder andere ausschneiden, aber so, das ist zum Beispiel sehr süß. Oder wie sie hier die Welt umarmt, ist auch sehr hübsch. Oder ja doch, ich würde mir das ein oder andere auch benutzen als Deko. Dann hier, ja, wie heißen sie denn jetzt? Das sind Regenbögen. Ja, unifarbene Regenbögen. So, und Pfirsiche. Dann steht hier ganz viel geschrieben. Mal gucken, was da so drauf steht. Chill, Home, Spa, Candles, Reading, Love. Cozy, Me-Time, Unwind, Feelings, Meditate. Ja, so schöne Sachen.
Sachen für sich halt sozusagen. So. Da würde ich mir wahrscheinlich auch das, oder ich würde mir das so vielleicht ausstanzen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich das auch benutzen. Dann, hey, everything will be okay. Die finde ich ganz schön. Die würde ich auch mit verbasteln. Zur Not kann man den Spruch ja auch abschneiden, nicht abschreiben. Ja, die Tracker, die würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht benutzen. Hier sind nochmal Regenbögen in einer anderen Farbe. Hier sind so Blümchen in der Ecke. Das würde ich mir auch wieder rausschneiden irgendwie und für meine Karten verwenden. Kommen hier Pünktchen und Blättchen. Und jetzt sind wir bei der Hälfte. Das gefällt mir gar nicht. Das ist wieder wie bei dem anderen. Ich glaube, das war bei dem kleinen Block so. Was soll das sein? Das ist mir dann doch etwas zu abstrakt. Auch und dann so Blümchen dazwischen. Also so Farn, nicht Efeu. Naja. Ist ja Geschmackssache alles. So, dann hier nochmal Pünktchen in einem sehr schönen Farbton. Das sieht auch toll aus. Dann hier nochmal Orangen. Hier stehen nochmal die ganzen Wörter auf einem anderen Farbtonpapier. Ist auch sehr schön. Hier würde ich auch wieder das benutzen. Hier unten. Ja, das ist okay, würde ich sagen. Dann hier, die würde ich auch benutzen, das eine oder andere. Finally, Summer, Welcome, Autumn, Hello. Achso, Spring, Summer, Autumn, Winter. Ah, okay. Könnte man auch gucken, ob man da irgendwie, für eine Karte, das müsste eine Riesenkarte sein. Naja, so, würde ich vielleicht auch das eine oder andere verwenden. Huch, Entschuldigung. Dann sind hier nochmal so Pünktchen, also Bubbles, würde ich sagen. Und hier ist nochmal die Rückseite von diesen hier. Die wird man bei mir auch nicht sehen, wenn ich die Vorderseiten verwende. Und dann sind hier auch nochmal Regenbögen. Diesmal so halbe. Und zum Schluss haben wir auch noch ein Blümchenpapier. Das gefällt mir auch wieder richtig gut. Die sind sehr, sehr hübsch. Und schon sind wir durch mit diesem Block. Genau, der hieß nochmal Take it easy, chill and relax. Also den würde ich auf Platz 2 sehen. Für mich jetzt der auf 3 und der ist auf 1. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal wieder eine Abstimmung. Ich mache in der Community eine Abstimmung. Da könnt ihr mir sagen, welchen Block von denen, mit welchen ich denn mal basteln soll. Und dann werde ich das auch tun. Ich mache das jetzt schon vorher, also bevor ihr dieses Video seht, läuft das schon. Und da bin ich mal gespannt, für welchen Blog ihr euch denn entscheiden werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Abstimmung. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Abonniert doch auch gern meinen Kanal und macht das Glöckchen an, natürlich. Dann seht ihr auch immer, wenn das neueste Video online ist. Und was ich eigentlich sagen wollte, lasst mir Kommentare da, Leute. Ich freue mich. Und sagt mir nochmal Bescheid wegen den Produkten, ob die von diesem Jahr sind oder vom letzten Jahr. Einmal die Sticker und einmal die Papercraft-Sets. Das würde mich echt interessieren. Ja, und dann würde ich sagen, war's das mit dem Video. Das nächste kommt schon bald. Ihr könnt euch drauf freuen, ich tue es auch. Habt eine gute Zeit. Tschüss, ihr Lieben.